könnt ihr das jetzt ja auch auf dem Video sehen, auch wenn ihr keinen 3D-Monitor haben solltet. So sieht das Ganze hier aus. Das ist so ein typischer Wow-Effekt, wo man sich aber in der Sekunde danach auch sofort natürlich schon fragt, und was habe ich denn davon? Was bringt mir das? Außer, dass es jetzt eine nette Spielerei für den Stammtisch vielleicht ist. Und da gibt es natürlich schon einige Sachen, auch wenn das jetzt gerade erst am Beginn ist, weil letztlich ist man immer darauf angewiesen zu sagen, es gibt dann clevere App-Entwickler, die jetzt was Neues damit entwickeln. Aber am Anfang hat Amazon natürlich jetzt auch schon ein bisschen was gezeigt, beispielsweise hier in den Maps. Da können wir jetzt mal etwa, hier haben wir den Kölner Dom, das passt auch sehr schön. Es gibt noch nicht allzu viele Objekte jetzt in Deutschland, weil das sind ja auch Amazon-Karten, keine Google-Karten, die auch speziell natürlich, wie auch diese ganzen Fotos, entsprechende Daten bereithalten müssen, 3D-Daten, das muss speziell bearbeitet sein, damit dann diese Effekte, jetzt gehe ich nochmal neben die Kamera, damit dann solche Effekte hier möglich sind, dass man auch wirklich diesen kompletten 3D-Effekt in jeder Richtung hat. Aber das hat natürlich auch, wie gesagt, durchaus seinen Nutzen, weil wenn ich jetzt, ich hatte das schon mal gerade ausprobiert mit einem Café, suche ich jetzt beispielsweise ein Café in der Nähe des Kölner Doms, dann werden mit so einer kleinen Handbewegung diese Zusatzinformationen eingeblendet oder ausgeblendet. Moment, auch hier muss er natürlich dann wieder das Gesicht sehen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Also kleine Bewegung, dann kommen diese Zusatzinformationen, das funktioniert auch im Kalender und bei anderen Apps. Also ihr könnt es euch ja vorstellen, alles, was letztlich bei Samsung immer mit diesem Finger über dem Touchscreen möglich ist, nur dass es halt hier ganz einfach durch eine Bewegung des Handgelenks dann so funktioniert. Oder beispielsweise auch, das hatten wir vorhin mal gesehen, das fand ich auch sehr beeindruckend, bei den E-Mails, wenn man hier etwa eine neue, jetzt will ich hier auch nichts löschen, hier eine E-Mail, Moment, abbrechen, neue wollte ich doch eigentlich schreiben, genau. Und jetzt hier diese Bewegung, ich muss jetzt erstmal wieder vor die Kamera gehen, kleine Bewegung aus dem Handgelenk oder einfach, na, wieso funktioniert das jetzt hier nicht? Kleine Bewegung von rechts sollte doch eigentlich jetzt hier, da genau, warum denn nicht gleich so? Dass ich jetzt beispielsweise hier meine Kontakte sehe und da kann ich halt auswählen, an wen das gehen soll. Aber ihr merkt, man braucht ein bisschen Übung. Das geht halt nicht nach 2-3 Minuten, die ich das Gerät jetzt vielleicht hier in der Hand gehalten habe. Also man braucht die richtige Dosis sozusagen und natürlich, wie gesagt, immer schön frontal drauf gucken, dann funktioniert das Ganze auch. Aber wie gesagt, ein bisschen tricky ist die ganze Nummer. Was gibt es sonst noch über das Gerät zu berichten? Klar, die Spezifikationen, die kennt ihr wahrscheinlich inzwischen alle, 4,7 Zoll Display, IPS, Quad-Core-Prozessor, 2,2 GHz. Also ich würde mal sagen, obere Mittelklasse bis untere Luxusklasse. Also das ist jetzt nichts, was man nirgends sonst finden würde, sage ich mal. Auch vom Design her ist es halt etwas, wo man sagt, ah ja, also ich habe halt diese Hochglanzoberfläche hier auf der Rückseite. Ich hoffe, man kann das so einigermaßen erkennen. Spiegelt schön, Glas, sieht natürlich jeden Fingerabdruck auch drauf. Es ist jetzt nicht besonders super flach. Also wenn ihr was sucht oder ich brauche ein Design-Ding, super flach, super sexy, ein Design, das sonst kein anderer hat von meinen Kumpels oder sowas, dann seid ihr hier an der falschen Stelle. Es geht natürlich, wie gesagt, um die Dienste. Und da gibt es auch noch mehr. Beispielsweise haben wir jetzt hier oben auch drin, das Ganze nennt sich Mayday. Hatte ich ja schon mal auf dem Fire Tablet gezeigt. Vielleicht erinnert ihr euch oder falls ihr es nicht gesehen habt. Mayday bedeutet, ihr habt kostenlos automatisch mit dabei den kompletten Support face-to-face sozusagen mit einem Amazon-Mitarbeiter. Das soll dann auch innerhalb von maximal 15 Sekunden funktionieren. Also wir sehen ihn, er sieht uns nicht, hören können wir uns gegenseitig. Und der hat bei Bedarf, wenn ich das zulasse, auch Fernzugriff auf das Gerät und vor allen Dingen, weil es ja das bei der Telekom auch gibt. Hallo, schönen guten Tag. Ich stehe hier gerade auf einer Demo-Session mit dem Amazon Fire Phone und ich wollte nur mal kurz demonstrieren, wie denn der Mayday-Service ungefähr so aussieht und ich hoffe, Sie verstehen uns gut. Gut, das war auch schon eigentlich alles, was zu demonstrieren war. Für mehr fehlt uns die Zeit. Wollte nur gucken, ob es funktioniert. Vielen Dank. Danke ebenso. So, also das war Mayday und der hat, wie gesagt, auch Fernzugriff, wenn ihr es zulasst und wenn ihr sagt, warum kriege ich keine LTE-Verbindung oder sowas, also auch netzspezifische Fragen die so in, oder Tarife etwa, dass man sagt, ist es für mich jetzt günstiger, einen anderen Tarif zu nehmen? Also wie gesagt, er kann auch alle Fragen, was die Telekom betrifft, beantworten, behaupten jetzt zumindest Telekom und Amazon, das glauben wir erstmal an dieser Stelle so, dass ich also dann keinen Medienbruch